Paulus lobt Gott als den Vater unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Wer die Geschichte von Paulus kennt, weiß, welche Herausforderungen er durchleben musste. Jeder von uns erlebt schöne, aber auch schwere Zeiten. In schweren Momenten getröstet und ermutigt zu werden, tut so gut. Paulus spricht aber von einem besonderen Trost, den er empfangen hat. Kennst du diesen übernatürlichen Trost, der vom Gott des Trostes kommt? Gott tröstet uns also in all unserer Bedrängnis mit seinem kraftvollen Wort. Und als Getröstete können wir die, welche auch in Bedrängnis sind, trösten. Doch jetzt wird es spannend. Wir sollen sie nicht mit irgendwelchen Floskeln trösten, sondern mit den Worten, mit denen wir selbst von Gott getröstet worden sind. Es ist dieser übernatürliche Trost Gottes, der dich liebevoll annimmt, dich stärkt, ausrichtet und dir eine sichere Zukunft gibt.